Hallo und herzlich willkommen zu weiterer Folge des 22 PS5 hier auf Oblong. Ja, zur Freitagsfolge hier so kurz vorm Wochenende, ne? Wir hatten ja gestern hier schon die Eispaletten noch weggeräumt, aber bevor wir, glaube ich, den Ballenwagen losfahren, dann nehmen wir nochmal hier alles von Trigger runter, ne? Tun das ein bisschen sortieren. Hier drüben stehen ja... Na, es wackelt aber, verdächtig. Warum kriege ich keine... Ach so, war nicht nah genug dran, ne? Hier nehmen wir mal runter. Hier haben wir Zucker. Hier haben wir eine Palette Spaghetti, die hat man ja schon mal verkauft. Ne, die stehen da hinten. Achso, Nudelgerichte und Brot war doch alles. Ach ne, das ist Hafer, okay. Aber das Brot war doch erst Richtung... Richtung Dezember. Jetzt habe ich es nicht richtig gehört, aber ich denke mal... Ja, vielen, vielen Dank fürs Folgen. Ich sehe es leider nicht, wer es ist. Ne? OBS läuft auf dem Rechner leider im Hintergrund. So, hier haben wir noch mehr in den Haferflocken. Ups. Ich dachte, ich kann alle beide mitnehmen, aber das wird so nix. Weiß nicht, wenn wir die Haferflocken verkaufen können. Zucker kommt noch einiges raus. Ne? Da sehen wir, da ist ja auch einiges drin in der Produktion. Ne? Ja, und da ist eben auf dem PC das Skript nicht schlecht, dass ich auslagern kann, Sorte für Sorte. Ne? Dass ich eben alles drin behalte auf Einlagern und dann entscheide ich mich, wie ich die Sachen rausnehme. Wo habe ich Zucker hingestellt? Da vorne? Na, nicht runterschmeißen, Holger. Nicht runterschmeißen. Warum fehlt hier Zucker? Ah, wir sind hier über den Trigger geschabt, ne? Da ist er wieder rein, der Zucker. Jetzt kommt er raus. Das ist so ein bisschen, naja... Das nennt sich, glaube ich, Schildblockarbeit, oder? So, hier kommt schon Salat wieder mit raus. Den haben wir aktuell nirgends. Den bunkern wir mal hier hinten wieder. Und die ersten Pommes, ne? Oh, ich war gar nicht fertig, ne? Eigentlich wollten wir Heu einsammeln. Hier noch eine Palette Brot. Tomaten. Soße. Die schmeißen wir mal wieder mit hier hinten hin. Nochmal Tomatensoße. Pommes. Wo tun wir die hin? Die hat man noch nicht, ne? Wir müssen die dann sowieso, glaube ich, getrennt aufladen. Und Zucker. Und dann haben wir noch eine Pakete, eine Palette Spaghetti. So, lassen wir erstmal hier stehen. Da wäre erstmal der Trigger leer. Wie gesagt, Brot ist dann was für den Winter. Da kommt dann sicherlich ja, noch die eine oder andere Palette hinzu. Hier rum tappen wir jetzt durch. Er ist fertig. Und mit ihm machen wir ja weiter. Wir hatten ja hinten angefangen, können wir gleich hier hinten unser Frontschwadegerät mal ausklappen. So, Ballenwagen anschalten, oder Sammelwagen, nicht Ballenwagen. Und sofort kommt hinten Heu rein.
Ja, das Wegsammeln wird einfacher gehen, weil wir haben mehr Arbeitsbreite. Ne? Gestern waren wir ja nur mit Mähen beschäftigt. Mit den Strohresten. Die verschwinden, das ist nicht schlimm. Aber wir haben zum Glück weiter Heu in unserem Wagen drin, nicht dass wir plötzlich Stroh drin haben. Ne? Mit mir. Fehlte Knicks da, das sieht man unten schon, es kommt nicht sehr viel rein. Es sind 4000 Liter oder 4300, was wir jetzt drin haben. So, wir werden mal gucken müssen, dass wir gleich hier außen rum und zu viel rangieren dürfen wir ja nicht, ne? Da muss ja hinten noch den Schwatt einsammeln können, ne? Weil jetzt geht es natürlich ein bisschen flotter, weil wir hier komplette Arbeitsbreite auch Schwatt haben. Gucken, dass wir hier gleich über den Beton drüber fahren. Hier nochmal wenden und hier drüben lang fahren. Licht endet auch sehr viel hier auf dem Feld. Da muss man ja gar nicht so viel wegnehmen. Aber wir haben gar nicht alles reinkriegen, Anhänger. Ne? Bisschen Strom dazwischen. Das ist hartnäckig, das bleibt liegen. So, da ist er voll. Da müssen wir mal zusammenklappen. Ein bisschen Schwatt liegt schon da. Ne?
bin jetzt drin. Weißt du nicht, was reingeht? Das nächste. Und wir haben jetzt 100.000 Liter drin. Also ich sage über, oder? Ist bei 100 Schluss. Bei 100.000 ist auch Schluss. Wir haben noch was im Hänger drin. 900. Oh ne, ich muss hier rückwärts weg. Da liegen auch noch drei Ballen, ne? Ja, was machen wir jetzt mit dem restlichen Heu? Das sammeln wir erstmal ein. Das kippt man erstmal eine Scheune noch, ja. Wenn nicht, könnte man natürlich auch von den Quaderballen welche wegfahren. Also sprich, auch ein Futtermischer tun, ne? Wo geht's denn jetzt hier weiter? Hier so. Achso, wir hatten da oben einen Schwatt, ne? Naja, egal. Egal. Nehmen wir ja den Viertel mit und dann gucken wir mal, kriegen wir das auch mit? Ja, diesmal ging's, ne? Dann wird zwar ja nochmal neu rüber geschwadet, aber das sollte er schon aufnehmen. Dann noch eine Bahn überbleiben, ne? Waren die zeitig ausgemacht, oder? Genau, hab's doch gesehen. Ja. Gut, da schmeißen wir auch mal hier in die Scheune. Jetzt ist die Frage, ob man gegen Silageballen drüben in die in Kuhstall rein, ja schon, oder? Weil ich jetzt hier wieder mein ganzes Zeug überall verteile, ist immer schlecht. Aber den müssen wir mal abhängen hier, sonst nicht nur irgendwo hängen bleiben, ja. Nehmen wir den Ballenwagen mit, weil dann könnte man nämlich die Quaderballen sonst da drinnen auch versenken. Weil Silage muss ja irgendwann rein, ist ja egal wie. Ne? Da könnten wir vielleicht von den restlichen Wegesrand vielleicht dann doch nochmal Silageballen machen. Ne? Die brauchen ja eine Weile zum Gären. Bis dahin müsste auch unser Riese wieder erntereif sein, dann müssen wir sie halt verkaufen. Weil wie gesagt, eine Scheune geht es nicht mehr rein. Das ist ja wieder toll. Na, und alles umgeschmissen, wie üblich, ne? Und zack. Jetzt müssen wir vor dem Trecker durch die Kante hauen müssen. Das
So, 28 Stück sind drauf. Mehr geht nicht. Warum zeigt denn dort unten? Na gut, er zeigt mir einen Quaderballen an. Das ist kein Stroh, ne? Ja genau, füllt sich. Geht aber auch nicht alles rein, ist komplett voll. Werden jetzt auch 100.000 Liter sein, dann gucken wir mal. Sogar 120.000 Liter. Ne? Mineralstroh haben wir, ja, 30.000. Mineralfutter ist schon wieder alle. Ne? Da müssen wir was organisieren. Wo ist ein aktueller Silagepreis? Aktuell sind es 511. Multiproduktion können wir nicht abgeben. Aber 483 am Container. Meine Sinn war Ballen, ne? Wenn wir jetzt neue pressen, war sie jetzt rein, ist nochmal 17 drauf. Wenn wir neue machen, dann können wir schon mal ein paar zusammenpressen. Ne? Machen wir auch. Die schmeißen wir mal in den Container rein. Da kriegen wir auch 24.000, ist auch nicht verkehrt. Sicherlich wäre das Preisbild besser gegangen, aber so hätten wir wenigstens wieder ein bisschen Luft. Und da können wir nämlich morgen dann hier zum Samstag, haben wir zwei Folgen, können wir natürlich hier ein bisschen noch weiter nähen und dann werden wir endlich mehr Heu draus machen. Machen wir halt dann, ja, mähen wir nur Gras, könnten wir auch das breite Schneidwerk anhängen. Ich stelle ihn mal gleich hier bloß auf die Betonfläche, dass wir hier noch mehr Platz haben. Dann können wir hier auch noch mähen. Ja, machen wir nur Gras und schwaden das dann zusammen. Und machen Ballen draus. Ne? Gucken wir mal, ob das geht. Aber wie gesagt, das machen wir dann morgen zum Samstag 10 Uhr machen wir da hier weiter. Bis dahin und tschüss.